Guten Morgen, ihr Lieben. Willkommen bei diesem neuen Vlog. Das ist der letzte Vlog für unsere Weihnachts-Überraschungsaktion. Das heißt, wenn ihr mitmachen wollt und wir euch einen Weihnachtswunsch erfüllen sollen, dann lasst diesem Video an der Stelle gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar und seid Abonnent vom Kanal. Heute ist Lias 6. Geburtstag. Wir haben zum Frühstück schon ein bisschen Zitronenkuchen verspeist. Elsa-Style, den ich gestern Abend noch gebacken habe. Sehr gut geworden. Sie hat hier so eine Murmelbahn bekommen, richtig cool. Immer rein ins Loch, ne? Kennt ihr? Sogar so ein bisschen musikalisch. Cool. Dann hat sie das neue iPhone 14 bekommen von uns. Pro Max natürlich mit 256. Aber das Highlight kommt erst später. Gigabyte in Dings. Das Highlight kommt aber erst später, aber das ist nur eine Kleinigkeit, ne? Ja, also die großen Geschenke, ne? Das kommt nachher. Dann noch so ein Spiel, Wort für Wort. Ich bin schon gespannt, wenn sie ihr Fernseher sieht, ne? Ja. War auf jeden Fall eine turbulente Vorbereitung. Eigentlich wollten wir gestern Abend schon vloggen. Aber es war uns. Was denn? Achso, ja, Mara war gestern bis 1 Uhr nachts wach. Wir dachten nämlich, sie will keinen Mittagsschlaf mehr machen, weil sie hat immer so abends so ein Schlafproblem. Also sie ist teilweise um 23 Uhr erst eingeschlafen, wenn sie Mittagsschlaf gemacht hat. Dann dachten wir, okay, also ich habe sie auch gestern Mittag versucht hinzulegen, ne? Um 12:30. Hat sie nicht geschlafen, habe nur ich geschlafen für eine halbe Stunde. 16:30 ist sie dann eingeschlafen und dann dachten wir, ja, vielleicht schläft sie ja durch. Aber dann hat sie genau wie mittags eben nach 2,5 Stunden die Äuglein aufgemacht. Und dann war sie hier, hat sie mit mir Kuchen gebacken und hat sie mit uns hier vorbereitet bis 1 Uhr nachts. Und ich habe gepennt auf dem Sofa. Ja, und also das war auf jeden Fall eine ganz wilde Sause. Aber sie hat echt gut mitgeholfen beim Backen. Das hat Spaß gemacht. Deswegen nicht geblockt, aber wir haben hier schön dekoriert. Wir haben ja so eine Helium-Gaspistole gekauft. Deswegen haben wir hier überall Luftballons, haben wir alle selber befüllt. Und ja, hier so einen kleinen Geburtstagstisch. Und ja, ich finde eigentlich den Zitronenkuchen, den habe ich ganz gut gemacht. Was sagt ihr? Diesmal keine so eine Torte, sondern einfach richtig selber gebacken. Das, ja. Oh, jetzt geht hier die wilde Post ab, Leute. Ah, alles gut. Ja, wir pennen. Wir haben ein Problem. Ja. Wir haben ein richtig fettes Problem. Ja. Mit ihm. Ja. Er hat nämlich sein iPhone fallen lassen. Ja. Und da ist jetzt ein Sprung drin. Nein, okay, jetzt mal Spaß beiseite. Ja, wir müssen jetzt ins Krankenhaus fahren, weil er hat ja so einen Leistenbruch und so eine Schatz. Nein, er hat keinen Leistenbruch, das wurde noch nicht diagnostiziert. Also sag mal, was er hat. Bei Frühchen ist das so, oder kann das sein, dass der Gang, wo sozusagen der Hoden, die Ostereier, werbefreundlich, immer schön die Werbung durchschauen, der Gang, wo sozusagen die Embryostatus sozusagen nach unten wandern, dass der sich nicht verschließt. Die Ostereier können quasi oben in den Bauch wandern. Und dann kommt aber auch Flüssigkeit, ne? Mhm. Irgendwas nach unten. Kann nach unten in das Osterei reinkommen. Wasser hatte deswegen ganz viel drin, das war normal. Die Organe auch. Organe? Ja, deswegen sind wir dahin, weil das ganz schön passieren kann. Unterm Bauchnabel hat er jetzt so einen Ring und das ist alles sehr aufgedunsen. Und er hatte gestern so übelste Schmerzen, also das heißt, wir wussten nicht, dass es Schmerzen sind, aber wir wollten ihn gestern in die Trage nehmen und er hat richtig geisteskrank angefangen zu schreien. Aber nee, so ein Hungerschrei? Genau, den Schrei kannten wir noch nicht. Wir konnten das nicht richtig zuordnen. Aber jetzt wissen wir, dass es wahrscheinlich ein Schmerzschrei war. Ja. Jetzt habe ich angerufen. Also wir wussten eigentlich schon, ne, weil der Doktor damals meinte, dass sie dann losfahren muss. Aber wir rufen natürlich trotzdem immer vorher an. Damit wir müssen uns nur absichern, damit ihr nicht in den Kommentaren schreiben könnt, dass wir wegen jedem Scheiß da hinten fahren. Ja. Nur deswegen rufen wir an. Ja. Und ja, wir sollen auf jeden Fall... Weil ihr versichert uns. Ja, genau. Weil ihr habt gesagt, wir sollen nicht hinfahren, deswegen fahren wir jetzt nicht mehr so oft. Wir fahren auf jeden Fall. Natürlich sehr blöd, weil wir feiern nämlich heute Nachmittag tatsächlich den Geburtstag, direkt heute am selben Tag in so einer Spielhalle. Dann wird sie wahrscheinlich erstmal nicht dabei sein. Mhm. Aber die beiden Daddys sind da und ich denke, wir werden das schon regeln. Oder? Das ist mich Stress, ehrlich gesagt, weil ich muss jetzt halt dir eine Tasche packen. Ich muss mir eine Tasche packen mit Windeln und Kissen und so weiter. Und wir haben ja nur einen Kinderwagen und ich muss jetzt halt unseren Kinderwagen mitnehmen. Und er nimmt dann den Buggy mit, oder wie? Mhm. Den kann man ja in Liegeposition machen. Ja, anders geht's ja nicht. Weil in der Babyschale liegen die ja nicht, ne? Das ist ja auch irgendwie für Rücken nicht so. Das war. Kannst du uns einmal kurz verraten, wo dein sexy Schlafanzug her ist? Das haben mich nämlich gestern ganz viele in der Story gefragt. Ja, mich auch, von H&M. Der ist toll, ne? Der ist echt toll. Ich habe nur bei H&M gesagt, der ist für meine Mutter, weil mir das unangenehm war, aber der ist eigentlich ganz süß. Sie steht da so in der Unterhosenabteilung und da sind so ganz viele andere Leute und sie so, guck mal, Schatz, der für deine Mutter? Nein, für meine. Der für meine Mutter? Der, was sagst du? Ja, sehr schön. Hast du gesagt? Ja, habe ich gesagt, der ist schön. Ist er ja auch. Pack jetzt die Tasche. Oh, ich habe dich getroffen. Und du hilfst mir, Bruder. Aurelis ist echt schnell gefahren, muss ich sagen. Mir ist richtig übel, weil ich sitze hier hinten mit ihm. Er ist gerade eingeschlafen. Ich hoffe, dass er jetzt ein bisschen schlafen wird. Wir müssen einfach gleich mal schauen. Ich habe jetzt erstmal alles geparkt. Für Nevio an der Tasche, für die Kinder alles eingeparkt. Auch für den Geburtstag, weil die sind ja später dann feiern. Meine Mutter ist jetzt gerade da. Ich sage ja, sie ist wirklich immer auf Abruf bereit. Na, das ist richtig krass. Mara macht jetzt auch Mittagsschlaf zum Glück. Und Aurel fährt mich da jetzt nur kurz hin und dann fährt er wieder zurück, weil die müssen ja jetzt, wenn du da bist, eine halbe Stunde los, ne? Boah. Hi.
Was denkst du? Sie hat das bei Instagram gerade gepostet und viele hatten das. Kann sein, dass das jetzt zugemacht werden muss. Weil wenn jetzt da was irgendwas fließt, anscheinend ja, ne? Mm. Dann das ist ja nicht, gehört ja nicht so, ne? Aber denkst du wirklich, weil ich will nicht, dass operiert wird. Was soll sonst gemacht werden? Also vielleicht ein Zäpfchen oder sowas. Ich denke auch, dass er operiert werden muss. Nein, ich will das nicht. Nein. Das ist richtig schädlich. Mein dickes Baby, du musst schon so viel durchmachen. Wahrscheinlich werden sie dann den Test dann wirklich mit dir machen, oder? Die wichtigsten Sachen aber mal ganz zuerst. Mama hat noch nichts gegessen. Das ist so wichtig. Und ihr wisst ja, naja, wenn du jetzt ein paar Stunden sitzt, das ist wirklich wichtig. Ja. Ihr wisst ja, dass wir unsere Ernährung umgestellt haben. Ja, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben. Das muss natürlich vor dem Krankenhausbesuch gesagt werden, weil habt ihr nichts Besseres zu tun, als sowas zu sagen. Beste Pizza in Eppendorf Town. Oh, Digga. Rein in Olga. La lü, la la. Die Feuerwehr ist da. Shit. Angekommen. Wir haben wieder unseren Privatparkplatz hier, direkt vor der Notaufnahme genommen. Und ich verabschiede mich schon mal. Die Kamera bleibt bei Alena. Wir feiern Geburtstag. Wir werden natürlich berichten, dass ich das alles hinkriege. Aber ich bin jetzt erstmal gespannt, was mit dem Kleinen los ist. Also, ich bin jetzt raus aus dem Krankenhaus. Ich konnte mich gar nicht vorher melden, weil ich Levi die ganze Zeit auf dem Arm hatte. Und ich bin auch froh, dass ich nur Levi dabei hatte, weil momentan haben die das so, wenn wir im Zentrum sind und das grelle Licht da ist, dann pennen die einfach nicht und wollen nur auf dem Arm. Deswegen bin ich jetzt kurz hier im Park spazieren. Aurel holt mich dann in einer Stunde irgendwann ab. Kann ich jetzt auch nichts machen. Vielleicht gehe ich gleich kurz zum Bäcker oder sowas. Wir haben jetzt erstmal auf jeden Fall einen Termin nochmal am Donnerstag in der Sprechstunde, weil da nochmal geschaut werden muss wegen der OP. Jetzt war es aber noch nicht dramatisch, dass man das jetzt operieren müsste. Alia packt jetzt ihre Geschenke aus. Das ist ein Mikrofon. Woher weißt du das? Wow. Oh, ein Mikrofon. Ich habe wirklich ein Mikrofon. Ich bin berührt. Guck mal hier. Ich habe ein Mikrofon. Freust du dich? Ja. Dann kannst du richtig laut singen, ne? Ja. Ich bin endlich berühmt. Okay, dann leg jetzt das mal da. Wir verpacken die Geschenke aus. Das ist ein Spaß. Das ist so. Doch, ich liebe euch. Wir sind wieder zu Hause. Gestern war ein stressiger Tag. Ne, Schatz, gestern war ein stressiger Tag. Ja, aber schön. Also dann schön. Erst stressig. Und wie machen wir da aus, dieses Grillicht? Ihr habt gesehen, auf einmal war Mama wieder da. Wir waren dann beim Geburtstag und dann hat sie mich angerufen. Und dann meinte sie, ja genau, ja, ist alles okay. Also wurde tatsächlich gestern keine Not-OP gemacht. Aber das habe ich. Sie hat selber sich geklopft. Sie hat selber. Und mit der einen Hand so. Nee, also ich habe ja gestern noch, glaube ich, erzählt, dass wir jetzt nochmal ein Gespräch die Tage haben bezüglich einer OP, weil das halt schon echt ein bisschen gestaut ist. Aber es war jetzt nicht notwendig, dass man das heute operieren muss. Und so bei kleinen Säuglingen wollen natürlich, sage ich mal, abwarten, dass sie ein bisschen mehr Kilo auf der Waage haben. So eine OP ist wirklich nur so, wenn es wirklich sein muss. Das ist beim halt noch nicht der Fall, aber da staut sich auf jeden Fall was. Das ist aber mal vernünftig. Ja, die also haben, normalerweise immer so, sofort OP. Ja, nee, die haben ja auch gesagt, dass wenn er jetzt spuckt und nicht mehr ausscheidet, dass es das auch so ein Zeichen ja, ist. Ja, und dann erzähl, was ist gestern und passiert. Und gestern, als wir dann in der Spielhalle waren, hat er es mal richtig erbrochen und jetzt hat er seit anderthalb Tagen nicht mehr Stuhlgang gehabt. Ja. Und das ist jetzt wieder so, ja toll. Und da Sorgenkind 65%. Man findet ja seine eigenen Kinder immer so schön und süß, ne? Aber immer, wenn ich mit ihm im Krankenhaus bin, sagen immer alle, dass er richtig süß ist und hübsch. Das ist ein richtig hübscher Typisch. Das ist nett, ne? Kannst du mal bitte zeigen, was Mara angerichtet hat? Ja, das ist schon teilweise weggegangen. Die arme Wurst, ey. Warte mal, haben wir dieser bringen wir die gefilmt? Ja. Okay. Wir brauchen einen Schutz für den Herd. Oh oh. Ja, oh oh. Mama. Ja. Okay. Papa. Geh. Hilfe, warum läuft die Frau mir hinterher? Schönen guten Tag. Wir würden uns an dieser Stelle über ein Däumchen. Nach oben freuen. Wir hatten gestern einen super schönen Geburtstag, meine lieben Kinder. Und jetzt schnallt euch mal an und dann geht's gleich los. Das können wir schlafen. Die Kinder frühstücken auf. What's up? Let's go, Party People, was geht ab? Sofort! Du schaust mich mit deinen Augen an. Und ich muss dir sagen, ich kriege einen harten Arbeitstag. Oder? Wir zeigen euch jetzt einmal ihre Geschenke, die sie bekommen hat. Jetzt habe ich überall Konfetti an meinen Füßen. Also sie hat bekommen. Schatzi, das mal kurz weg, Schatzi. Das ist ja zu laut.
Das ist mein Mikrofon. Happy Birthday to you. Okay. Geil. Sie hat bekommen einmal so eine Rapunzel. Dann hat sie dieses Einhorn bekommen. Das hat sie sich richtig gewünscht. Dann hat sie hier so ein Spiel bekommen. Und dann hat sie Bügelperlen, eine Disney-Bettwäsche. Dann das Mikrofon, eine Kugelbahn. Das haben wir gestern schon gesehen. Nochmal Bügelperlen bekommen, nochmal weihnachtlich und nochmal sowas. Von Elsa so ein Schmuckset, so eine Tasse, richtig süß. Tasse, das gefällt mir, die werde ich jeden Morgen benutzen. Hat sich noch so eine richtig süße Karte bekommen. Haben wir die Barbie gezeigt? Sie hat hier so eine Barbie bekommen. Von uns, ne? Das war es eigentlich schon auch mal. Also ja, heute war nicht so viel, ne? Ja, wobei, Alter, was ist voll viel? Das ist richtig viel, ja. Das ist doch richtig viel, ja. Also wir haben dieses Mal echt gesagt, bitte immer nur eine Sache pro Pärchen sozusagen. Meine Oma hat sich tatsächlich diesmal dran gehalten. Ein Mikrofon. Sie hat sich gefreut, ne? Mhm. Und wir freuen uns auch. Weil immer, wenn die Kinder nicht aufstehen wollen, nehmen wir das Mikrofon und schreien die Kinder. Alter, das wird so absolut geil. Aber soll ich die Bettwäsche waschen, dann können wir die vielleicht morgen beziehen? Die schön, ne? Letztes Mal hat sie voll viel von Barbie bekommen und das war, glaube ich, zu viel Barbie. Und jetzt hat sie so Spiel, dann hat sie, ja, das ist jetzt ein Basteln auch für die Winterferien, auch cool, ne? Also sowas einfach zu machen. Und dann halt noch diese Sachen und eine Barbie. Also ich finde das so. Ja, schön, schöner Mischmasch, ja. Ja, genau, so ein Mischmasch. Hast du recht, letztes Mal hat sie nämlich nur Barbie bekommen. Barbie, ne? Ja. Das ist natürlich wirklich sehr, sehr geil. Ja. Das ist voll ihr Ding, also richtig fantastisch. Oh, das sieht aus wie eine richtige Prinzessin, dass sie im Bett liegt, ne? Ja, das ist so eine Wendebettwäsche. Richtig cool, also richtig schön ausgesucht. Der kann mal wechseln. Hey, Olaf, grüß dich. Und ja, da werde ich gleich waschen. Sie ist heute zu Hause, weil sie ja gestern, auf einmal Abend Schüttelfrost gehabt hat. Eigentlich war es so, vorgestern Abend, vor ihrem Geburtstag, als ich den Kuchen machen wollte und so weiter, war sie ja noch mit mir einkaufen, tippitoppi in Ordnung. Dann ist sie auf einmal, saß sie auf der Couch, auf einmal Fieber bekommen, Schüttelfrost ging es richtig schlecht. Habe ich ihr erstmal richtig hochdosiert Vitamin C und Vitamin D gegeben. Dann ging es ihr gestern wieder hervorragend. Dann ging es ihr halt am Tag richtig gut und gestern Abend ging es ihr dann wieder schlecht. Aber das Gute ist, sie konnte ihren Geburtstag schön feiern. Und jetzt gibt es auch gleich nochmal wieder Vitamin D und Vitamin C. Und dann sollte alles wieder gut sein, wenn sie sich heute schön ausruht.